Der Vorwurf ist schon ziemlich alt. Die Politiker würden weit weg leben von ihren Wählern. Bis 1999 hatte das den Namen Raumschiff Bonn. Heute kreist das Raumschiff Berlin um die Erde. Funkkontakt häufig unterbrochen. Ziemlich neu ist allerdings die Unversöhnlichkeit, mit der über die da oben inzwischen gesprochen wird. Mit gravierenden Folgen für den öffentlichen Diskurs. Nabelschau statt Inhalte. Politik in der Vertrauenskrise. Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Susanne Gaschke ist bei uns, Journalistin und Autorin. Sie schreiben für Welt und Welt am Sonntag. Und Sie haben einen Ausflug in die praktische Politik hinter sich. Im Jahr 2013 für die SPD kandidiert und auch gewählt worden als Oberbürgermeisterin von Kiel. Auffällig an diesem Engagement ist, hat weniger als ein Jahr gedauert. Professor Andreas Rötter, Historiker an der Universität Mainz, auch er mit politischer Erfahrung. Im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz 2016 waren Sie im Schattenkabinett der damaligen CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner. Robert Fehrkamp ist Demokratieforscher, der arbeitet für die Bertelsmann-Stiftung und das Wissenschaftszentrum Berlin, Co-Autor einer Studie über die Arbeit der GroKo. Dazu gleich noch mehr. Und Philipp Banse ist bei uns, Journalist und Mitbetreiber des Podcasts Lage der Nation, besonders beliebt bei 20- bis 30-jährigen Zuhörern. Frau Gaschke, viel Sprachlosigkeit und wenig Verständnis füreinander. Unterschätzen die einen, die Politiker, ihre Pflichten und erwarten die anderen, die Bürger, einfach zu viel von den Politikern? Ist da die Erwartungshaltung zu hoch? Das ist sie sicher manchmal, und es wird sicher auch manchmal sehr pauschal von der Politik geredet, obwohl es auch da wie in allen anderen Bereichen gute und schlechte gibt. Es gibt aber doch seit einigen Jahren, ich würde das so ungefähr mit der Schröderschen Bastardzeit festmachen, einen gewissen Unwillen, Politik vernünftig zu erklären. Und das hat was Herablassendes, und das steht eigentlich gewählten Vertretern nicht gut an. Herr Rötter, Sie haben es zwar nicht ganz bis in Koalitionsverhandlungen geschafft damals, aber wir kennen dieses Spiel ja, wenn Koalitionsverhandlungen beginnen, dann wird ja oft gefragt, wer wird was, wer kriegt welchen Posten, und dann sagen viele Politiker, also wir reden jetzt erstmal über Sachfragen, Personalfragen, stehen ganz am Schluss zur Debatte, wie kommen Sie überhaupt darauf, mich danach zu fragen. Ist das so ein klassisches Beispiel dafür, wie man den Bürgern Sand in die Augen streut, weil viele Bürger doch glauben, es geht ihnen doch in erster Linie um den Posten? Ach, das würde ich nicht sagen. Es ist ja auch nicht so, als wenn die Posten tatsächlich vorher schon vergeben wären und dann nur zum Schein der Sache über die Sache verhandelt würde. Im Gegenteil ist es ja so, dass die, die ein Amt bekommen nach Koalitionsverhandlungen, ja während der gesamten Koalitionsverhandlungen in einer immensen Unsicherheit leben, ob sie hinterher ein Amt bekommen oder nicht. Das Problem ist eigentlich weniger diese Aussage mit erst die Sache, dann die Personen, als vielmehr all diese Proporze und Quoten, die bedacht werden müssen und die hinterher dazu führen, dass man nach Proporz und Quote Kabinette zusammenstellt und Ämter vergibt und da für die originäre, für die eigentliche Frage, ist jemand für ein Amt wirklich geeignet, dass dafür darüber zu wenig Raum bleibt. Herr Fehrkamp, ich habe schon gesagt, Sie haben diese Studie erstellt, da geht es um die Arbeit der GroKo, die jetzt anderthalb Jahre im Amt ist, und Sie haben beweiskräftig mit Fakten nachgewiesen, dass die GroKo ihre Aufgaben und Vorhaben kontinuierlich abarbeitet. Ich glaube, schon mehr als die Hälfte haben sie erledigt. Sie reden auch von rekordverdächtigem Tempo. Das stammt auch aus dieser Studie, dieses Zitat. Die Bürger sehen das aber gar nicht so. Nur 10% glauben, dass das tatsächlich passiert, was sie rausgefunden haben. 80% sagen, die schaffen das nicht und wollen das auch gar nicht. Interessiert sie alles gar nicht. Wenn Gefühl und Fakten so weit auseinanderfallen, was ist da eigentlich mehr gestört? Das Sprachzentrum im Gehirn der Politiker oder die Hörfähigkeit der Bürger? Naja, es gibt auf jeden Fall eine Art Kommunikationsproblem, ne? Weil wir sehen eine wirklich große klaffende Lücke zwischen dem, was Politik tatsächlich tut, ja, und was die Bürger glauben, was sie tut. Und das weist natürlich zunächst mal auf ein klassisches Kommunikationsproblem hin. Man muss jetzt im Falle der Großen Koalition aber auch dazu sagen, dass sie nicht nur eine schwere Geburt hatte, sondern wirklich auch einen grottenschlechten Start. Also dieser Image-Schaden, den die Große Koalition sich im Sommer 2018, nachdem sie an den Start gegangen ist, selber zugefügt hat durch diese monatelangen
unionsinternen Streitigkeiten, durch das hilflose Abseitsstehen der SPD, der ist schon auch groß gewesen und daran leidet sie immer noch ein bisschen, was ihr Image bei den Wählerinnen und Wählern angeht. Also zum Teil auch selbst verschuldet. Herr Banse, da drängt sich ja geradezu ein Gedanke auf. Haben die Politiker vielleicht Angst vor den Bürgern? Also in gewisser Weise kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, dass sich viele mit dieser psychologischen Dimension von Politik schwer tun. Also, dass es auf der faktischen Ebene durchaus Erfolgsmeldungen gibt. Also die GroKo hat eine Menge abgearbeitet. Wenn man jetzt auch an die Wahlen in Sachsen und Brandenburg denkt, ostdeutsche Bundesländer, da sprechen die Zahlen, die rein nackten Zahlen eigentlich auch oft eine ganz gute Sprache, was Arbeitslosigkeit und sowas angeht. Und trotzdem ist das Image im Keller. Und ich glaube, was viele einfach vergessen oder nicht beachten oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ist diese psychologische Dimension, was Menschen brauchen, was sie von Politik erwarten, wie man Politik erklärt und dass es manchmal weniger bedarf, um Menschen für Politik zu gewinnen, als viele denken. Und ich glaube, da wäre ein Ansatzpunkt. Wir haben ja in dem Titel der Sendung die These aufgestellt, Nabelschau sei den Politikern wichtiger als Inhalte, mit Fragezeichen versehen wohlgemerkt. Ist denn dieser Vorwurf, den diese These beinhaltet, ist der berechtigt, ist der teilweise berechtigt oder ist er völlig aus der Luft gegriffen? Ich finde schon, dass er eine gewisse Berechtigung inzwischen hat. Also mir fallen leider immer hauptsächlich Beispiele aus meiner eigenen Partei an. Da kenne ich es leider am besten. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was die SPD gerade veranstaltet mit diesem extrem komplizierten und außerdem parallel zur Satzung erfundenen Kandidatenfindungsverfahren, das sie da machen, dann ist das ja genau das Gegenteil. Also man hat am Anfang genau wieder dieses bloß keine Personaldebatte, die Inhalte. Und jetzt haben sie das Gegenteil erreicht. Jetzt haben sie eine Personaldebatte bis in den Dezember hinein. Im Übrigen ist dieses die Inhalte ja auch immer ein bisschen irreführend insofern, als es natürlich manchmal schon auf Persönlichkeiten ankommt. Und Persönlichkeiten können dann eine bestimmte Art von Politik vielleicht auch besser erklären. Also ich glaube, bei Helmut Schmidt sozusagen hat man sich nicht sehr fragen müssen, wovor der stand. Und damit haben wir heute offensichtlich ein Problem. Und da, glaube ich, liegt es zum Beispiel auch an so Rekrutierungswegen in die Politik hinein heute. Das wollte ich gleich nochmal ansprechen. Ja. Nabelschau, ist das so ein typisches Politikerverhalten? Was ist an dem Vorwurf dran? Mir ist das ein bisschen zu einfach, weil wir jetzt auch die Politiker und die Bürger so gegenüberstellen, als sei da nichts dazwischen. Ich habe stattdessen eher den Eindruck, als hätten wir es mit einem Teufelskreis oder besser gesagt mit einem Teufelsdreieck zu tun. Und zwar aus Politik, Massenmedien und Demoskopie. Denn Demoskopen, um damit anzufangen, sagen Politikern, dass Wähler keinen Streit mögen. Und Journalisten jatzen in der Konsequenz jede Uneinigkeit innerhalb einer Partei zum Skandal, zur Auseinandersetzung, zur Machtfrage hoch. Anstatt dass wir sagen würden, Moment, Auseinandersetzung, Streit ist doch eigentlich das Lebenselixier von Demokratie. Aber was tun die Politiker? Die hören, was die Demoskopen ihnen sagen und die sehen, was die Journalisten schreiben. Und die Konsequenz ist der Appell zur Geschlossenheit. Und der Appell zur Geschlossenheit ist der Appell zur Friedhofsruhe. Und insofern sind ja auch die Politiker ihrerseits in kommunikativen Zwängen drin, sodass sie, was das Erklären angeht, ja immer überlegen müssen, wie muss ich Dinge sagen, ohne dass sie irgendwo skandalisiert werden oder ohne dass sie als innerparteilicher Mangel an Geschlossenheit wahrgenommen würden. Annegret Kramp-Karrenbauer hat in dieser für sie ja sehr verunglückten Pressekonferenz nach der Europawahl, wo sie viel zu lange nach professionellen Standards bei einer Pressekonferenz geblieben war und hinterher Dinge geredet hat, die dann auch nicht mehr ganz in Form waren, die dann wahnsinnig skandalisiert worden sind. Aber sie hat hinterher ja zu Recht gesagt, naja, ich habe es halt falsch gemacht, ich wäre besser professionell dageblieben, 4 Fragen beantwortet, nichts gesagt und wäre gegangen. Da hatte sie schon auch einen Punkt. Und insofern haben wir es da, wie gesagt, mit so einem Teufelsdreieck zu tun, wo uns Politik und politische Auseinandersetzung verloren geht. Lass uns diesen Teufel doch mal zu Leibe rücken. Erklären die Politiker zu wenig? Ja, ich glaube, sie erklären zu wenig und sie erklären offensichtlich nicht so, dass die Menschen es verstehen. Ich meine, wir haben uns im Rahmen dieser Studie sehr ausführlich mit dem Koalitionsvertrag beschäftigt. Und ich kann Ihnen sagen, das ist kein vergnügungssteuerpflichtiges Vorhaben, diesen Koalitionsvertrag zu reden. Das ist sozusagen das Ergebnis wochenlanger, nächtelanger Verhandlungen. Das ist sehr technokratisch aufgeschrieben. Und ich glaube, was auch diese große Koalition bis heute nicht geschafft hat, ist, daraus eine Erzählung zu machen.
daraus ein Narrativ zu machen, daraus die drei Kernbotschaften abzuleiten, für die diese Koalition steht, die auch erkennbar sind für die Wählerinnen und Wähler. 196 Einzelmaßnahmen kann und will sich niemand merken. Da muss Politik besser kommunizieren und sich tatsächlich auch noch mehr Mühe geben, das, was sie tut, auch zu erklären. Drei der fünf hier sehr gut ausgeleuchteten Gäste im Studio sind ja Journalisten hauptberuflich. Es gibt ja schon in den Medien jetzt die Rede. Welche Rolle spielen da vielleicht auch eine unheilvolle Rolle die Medien in dieser Drift, die da auseinandergeht zwischen Politik und Bürgern, dieser Wahrnehmung, dass man aneinander vorbeiredet? Ja, das glaube ich schon. Also, dass natürlich die Vermittlung von Politik jetzt man nicht nur den Politikern in die Schuhe schieben kann oder den Wählern und Wählerinnen und sagen, ich verstehe es einfach nicht, sondern dass Medien natürlich eine enorme Rolle dabei spielen, das, denke ich, ist unzweifelhaft. Wir haben mit unserem Podcast, den ich ja mit Ulf Burmeier zusammen mache, im Juristen, eigentlich überrascht festgestellt, dass Leute, also wir haben irgendwie sowas wie 150, 200.000 Downloads pro Folge. Davon sind viele, die Mehrheit so zwischen, sagen wir mal, 18 und 35, 40, irgendwie sowas in der Gegend, dass diese Leute, und wir, unser Ding ist 1,5 Stunden lang und 75-80% hören das bis zum Ende durch, dass die sehr, sehr wohl bereit sind, sich intensiv mit kompliziertesten Politikfragen zu beschäftigen. Die kommen auch zu Veranstaltungen. Da sitzen wir auf der Bühne und reden 1,5 Stunden über Politik. Da kommen 1000 Leute, irgendwas zwischen 20 und 30, und hören sich das an. Das Interesse ist da. Der Wille, Zusammenhänge zu verstehen, ist absolut da. Und eine große, große Rolle spielt, wie wird einem das dargeboten? Passiert das auf Augenhöhe? Fühlen sich die Zuhörer, Zuhörerinnen ernst genommen? Und wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Es gibt bei vielen Medien jetzt auch im Rahmen von Auflagenrückgang, ökonomische Probleme, den Impuls, wir müssen zuspitzen. Die Leute brauchen Orientierung, sie brauchen einen Strich drunter und dann muss ihnen irgendwie in zwei Sätzen gesagt werden, wo es lang geht. Die Medien, ich ziehe uns jetzt ganz mal bewusst das Wort wir ein, durch bestimmte Berichterstattung, wir verstärken oft dieses Spektakel, das Politiker bieten. Das würde ich auch sagen. Also wir spitzen schon wahnsinnig zu, also immer auch mit dem Blick auf die Netzgemeinde, die es offensichtlich immer gerne noch ein bisschen doller mag als Leser oder Zuschauer oder Zuhörer. Das halte ich für sehr problematisch insgesamt für die Stimmung im Land. Das merkt man ja auch, dass sich da was also verschärft hat irgendwie. Und wir treiben natürlich als Journalisten, da haben Sie völlig recht, Herr Rodder, wir treiben die Leute in hermetische Formulierungen. Nicht? Also man soll da möglichst gar nichts dazwischen kriegen und auf gar keinen Fall soll da eine Schlagzeile drauf werden am nächsten Tag. Oder es ist ja auch häufig diese Praxis, wir fragen einen Interviewpartner, was am nächsten Tag steht in der Zeitung, er fordert. Hat er gar nicht gefordert. Also das ist sofort eine ganz andere Wirkung für ihn dann auch in seiner Partei zum Beispiel. Das mit dem Streit finde ich genauso richtig. Also man traut sich eben kaum einen offen auszutragen, obwohl eigentlich Streit die Art ist, darum geht es ja in der Politik. Es geht um Streit und dann geht es um einen friedlichen Kompromiss am Ende. Und der wird nicht 100% sein. Und all diese Bedingungen von politischer Arbeit müsste man im Grunde immer mit erklären als Medien. Aber ich glaube, bei uns ist die Verzweiflung inzwischen auch so groß und die Angst vor der ungewissen Digitalzukunft, dass man sich das nicht mehr wirklich traut. Ja, oder nehmen Sie beispielsweise die Talkshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also diese jetzt hier mal ausgenommen. Wir wurden weder vorher innerlich gebrieft, noch haben wir groß vorher gesagt, was wir jetzt gleich sagen werden. Aber bei anderen Talkshows ist es ja durchaus so, dass die Gäste gecastet werden, dass vorher genau Briefing geschrieben wird, wer sagt was, wen positionieren wir hier. Die Leute wissen genau, was von ihnen erwartet wird. Und ich vermisse da einfach diese offene Haltung, in eine Diskussion zu gehen und davon auszugehen, dass mein Gegenüber durchaus recht haben könnte. Gut, die Formatunterscheidung liegt natürlich auch in der Zusammensetzung der Gäste. Das ist ja auch wichtig, dass wir uns ja da keine Konkurrenz machen, sondern auch ergänzen, also ein Komplementärverfahren zwischen den öffentlich-rechtlichen Talkshows oder Gesprächssendungen. Ich stimme dem zu, was hier gesagt wird. Und man muss auch nicht aus jedem Vertrauensproblem gegenüber Politikern und Parteien gleich eine Vertrauenskrise und eine Systemkrise der Demokratie machen. Also Wählerinnen und Wähler sind ja keine Klaköre von Politikern und Parteien, sondern sie sollen sie ja kritisch hinterfragen. Und hinter vielen von diesen schlechten Vertrauenswerten stehen natürlich auch emanzipierte Urteile. Ja? Also Menschen sind früher deutlich unkritischer mit der Demokratie umgegangen, als sie das heute tun. Und das ist für mich erstmal keine schlechte Entwicklung. Aber ich finde, wir sollten auch nicht den Eindruck erwecken, als ob es sozusagen ausschließlich ein Kommunikationsproblem ist. Ich glaube schon auch, dass unsere repräsentative Demokratie substanzielle Probleme hat, dass sie in den letzten 10, 20 Jahren zunehmend
Repräsentationsdefizite und Lücken auch zugelassen hat, sich angreifbar gemacht hat und dass eben hinter diesen schlechter werdenden Vertrauenswerten schon auch substanziell das Gefühl zumindest bei einem Teil der Gesellschaft steht, ich werde nicht mehr richtig vertreten mit dem, was ich denke und was ich als Problem von der Politik behandelt sehen möchte. Also ein bisschen substanzieller als ein reines Kommunikationsproblem. Also eine Lücke da mal ansprechen, die liegt in unserem politischen System. Wir haben einen Bundestag, eine Wahl zum Europäischen Parlament, 16 Landtage und hunderte von Kommunalparlamenten, die gewählt werden. Wir befinden uns durch das föderalistische System in einer Art Dauerwahlkampf. Kaum einer traut sich da noch aus der Deckung, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Liegt das auch daran, dass wir eben, hier geht es ja auch um Eigeninteressen, hier geht es um die persönliche Absicherung des Politikers, der will wiedergewählt werden, Machtabsicherung. Ist das auch ein Grund, warum da diese Offenheit nicht mehr herrscht in dem politischen Diskurs? Ich glaube, es gibt noch einen anderen wirklich wichtigen Punkt, und das war Ihr Stichwort von der Erzählung. Also die Menschen merken ja heute, dass ihr Leben sich dramatisch verändert aus ganz vielen Gründen, die gar nicht unbedingt durch die Politik abzustellen wären. Also ob meine Beziehung scheitert, was aber in sehr vielen Fällen heute der Fall ist, Trennung, Patchwork, der ganze Stress, Digitalisierung in ganz vielen unheimlichen Formen, also wenn man da gezwungen wird, seine Kreditkarte irgendwie jetzt mit dem Internet zu verbinden und das dauert Stunden und funktioniert dann doch nicht. Arbeitsverhältnisse, also abhängig beschäftigte Menschen, denen ein fieser Chef sagt, wann sie wo zu sein haben, keine Zeitsouveränität, ständig Staus auf den Straßen, die Züge fahren nicht pünktlich, die Flughäfen sind überfüllt. Also so dieses Gefühl, das Leben ist wahnsinnig anstrengend, das lädt man natürlich schon. Also das hat, glaube ich, schon Einfluss auch auf eine politische Stimmung. Und ich finde, dass eigentlich kaum eine Partei es im Moment schafft, so eine Art weltanschauliches Bild zu bieten. Also daher kommen ja dann auch die 176 Spiegelstriche oder 196 im Koalitionsvertrag. Das sind technokratische Einzelmaßnahmen, die mögen alle sehr vernünftig sein. Aber ich glaube, die Leute wollen auch irgendwie das Gefühl haben, dass die politisch-mediale Klasse ihr Leben versteht. Also ich hätte das gerne. Die verzetteln sich da auch sehr, wird da auch, kann die Politik aber das, was Frau Gaschke gerade gesagt hat, tatsächlich steuern? Kann sie dafür auch haftbar gemacht werden? Ja, was muss sie machen? Was heißt steuern? Erzählung? Aber ja. sie kann das adressieren. Und es ist der Auftrag von Politik, das zu adressieren. Und ich würde in Ergänzung zu dem, was wir vorhin hier schon gesagt hatten, was die Situation und die Entwicklung der politischen Öffentlichkeit angeht, da auch noch einen etwas übergreifenden Gedanken hinzufügen. Wir haben jetzt gerade, ich sag mal, über die großkoalitionäre Mitte der deutschen Politik geredet und haben noch gar nicht thematisiert, dass rechts und links davon sich eine zunehmende Polarisierung auftürmt. Wir haben es zu tun auf der linken Seite mit einem multikulturalistischen Kosmopolitismus, der, ob das in der Flüchtlingsfrage ist oder in der Klimafrage ist, gerne auch mit einem sehr schroffen, apodiktischen, moralischen Anspruch auftritt. Und wir haben auf der anderen Seite ein nationalistisches Ressentiment, das immer stärker geworden ist und in den neuen Ländern ein Viertel der Wählerstimmen gewonnen hat. Und dazwischen haben wir eine politische Mitte, die seit mittlerweile 14 Jahren mit einer relativ kurzen und gar nicht sonderlich erfolgreichen Ausnahme großkoalitionär aufgestellt ist. Und in dieser Mitte hat man erstens diesen verschwimmenden Prozess in der politischen Mitte, wo die Konturen zwischen SPD und CDU und CSU kaum mehr klar erkennbar sind, aber wo man dann auch im Grunde großkoalitionär regiert und dann eben mit Spiegelstrichen regiert. Das absorbiert natürlich auf der einen Seite so viel Notwendigkeit, ganz bürokratisch dieses Regieren überhaupt zu organisieren. Darüber aber entwickeln weder CDU, CSU noch die SPD und im Gefolge übrigens auch nicht die FDP ein Narrativ für ihre Politik. Zugleich aber beherrschen sie nach wie vor das politische System. Die großen Parteien, die klassischen Parteien werden schwächer, was Wählerzuspruch und Mitgliederzahlen angeht. Aber sie bleiben mindestens gleich stark, was ihren politischen Einfluss angeht. Aber das, was Sie über den Rändern gesagt haben, ist ja eine Reaktion auf das, was sich da in der Mitte seit Jahrzehnten abspielt. Deswegen ist ja auch diese Schwäche und dieses Verschwimmen der politischen, der Konturen in der politischen Mitte, wie ich finde, eine echte Gefahr für die Demokratie. Das ist aber auch der Grund, glaube ich, warum die Grünen so reüssieren, weil die nämlich genau für ihre Klientel, nicht für die Mehrheit, aber für ihre Klientel diese Erzählung haben. Sie haben sich das große Generationenproblem genommen, wofür sie immer schon standen, das ist jetzt ein struktureller Vorteil, Klimawandel, und sie haben es geschafft,
ihrer Klientel und auch einer weiten Klientel darüber hinaus, in die Union hinein, in die SPD, denen das ein Herzensthema ist, eine Erzählung zu liefern. Wir sind die, die ihr wählen müsst, wenn ihr Klimawandel, Digitalisierung und ja auch ein bisschen soziale Gerechtigkeit unter einen Hut bekommen wollt. Und diese Erzählung fehlt bei der SPD, aber auch bei der Union, finde ich, komplett. Ergänzt durch traditionelle, sagen wir mal, Aspekte, für die die Union beispielsweise steht. Wie kriegen wir das da rein? Unternehmertum, ja, sowas wie eine ökologisch klimafreundliche Geschäftskultur oder sowas. Das fehlt. Aber woran liegt das? Die SPD ist ja auch genannt worden. Hat das auch etwas, Sie haben es gerade schon mal angesprochen, an der Rekrutierung des politischen Personals, dass es solche Unterschiede da gibt? Ja, oder haben einfach, ich sage es mal, Klientelparteien im weitesten Sinne, wie die Grünen, wie die Linke, auch die FDP, ist da einfach leichter? Das glaube ich schon, weil es ist leichter, wenn sie nicht Vollsortimenter sein müssen. Ja. Nicht? Und, aber ich glaube wirklich, man hat das vernachlässigt, überhaupt über Weltanschauung zu reden. Also wie stellen wir uns denn eigentlich eine Gesellschaft vor? Wie hätten wir die insgesamt gerne? Die CDU hat meiner Meinung nach, also wirklich, und zwar auch völlig ohne das zu reflektieren, also korrigieren Sie mich, Herr Röder, aber Sie haben alle klassisch konservativen Positionen aufgegeben. Also man kann ja in einem, bei einem Abendessen, also mit entsprechenden CDU-freundlichen Gästen, also ja auch schon nicht mehr sagen, ist jetzt nicht meine Position, aber zum Beispiel, es ist doch besser, wenn die Mutter zu Hause bei den Kindern bleibt und die nicht so früh in den Kindergarten kommen. Wie gesagt, habe ich selber ganz anders gemacht, aber ist ja eine Haltung, die Menschen gehabt haben und viele von diesen Menschen haben sich in der CDU befunden früher und waren dann etwas erstaunt, als Frau von der Leyen plötzlich eine völlig andere Familienpolitik machte, die ja übrigens auch von den Sozialdemokraten stammte. Also ich glaube, das ist das eine, die CDU hat nach rechts weit aufgemacht und auch normale, würde ich sagen, Konservative fühlen sich sehr heimatlos. Und insgesamt haben natürlich, glaube ich, alle Parteien ein bisschen das Problem, da gab es ja jetzt auch eine lange Studie von der Universität Halle, glaube ich, drüber, also die Rekrutierung, die halt doch immer stärker sich also sozusagen aus eigenen Mitarbeitern, aus politiknahen Menschen, aus Menschen aus der Kommunalpolitik auswählt. Und das ist ein Problem, nicht? Weil irgendwann fehlen ihnen wirklich die Leute, die noch andere Erfahrungen haben. Ob das nun viele Kinder sind oder alte Eltern oder man ist Selbstständiger oder Künstler oder Soldat, das ist alles nicht vernünftig abgebildet. Es klingt natürlich so ein bisschen so bei Ihnen jetzt, dass die CDU nur besser sozusagen den rechten Flügel hätte weiterhin abdecken müssen und dann hätten sie auch nach wie vor die gesellschaftlichen Mehrheiten wieder organisieren können. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben, dass die Gesellschaft und auch die Wähler sich ganz stark verändert haben. Sie haben sich individualisiert, es hat sich sehr viel stärker segmentiert. Hätte die Union eine stärkere Öffnung nach rechts betrieben, hätte sie in der Mitte viel mehr verloren als das, was sie rechts hinzugewinnen könnte. Das, denke ich, ist auch in der aktuellen Situation für die Union ein wirkliches Dilemma, ist für die SPD übrigens auf der linken Seite ähnlich gewesen. Ich glaube einfach, dass die Parteien sich sehr viel stärker darauf einstellen müssen, dass sie es mit segmentierteren Wählern Schichten zu tun haben, ja, und dass sie eben Zielgruppenstrategien entwickeln müssen, was die SPD im Übrigen nie gemacht hat und das Resultat. Aber die SPD besteht überhaupt nur aus Zielgruppenstrategien. Die SPD hat nie wirklich für sich eine Entscheidung getroffen, will sie eine moderne Partei der Mitte sein oder will sie eine linke Partei sein. In genau dem gleichen Dilemma ist jetzt die Union. Ja? Wenn man ihr den Ratschlag gibt, bleibe eine konservative Partei, dann verliert sie in der Mitte sehr viel mehr, als sie am Rand zurückgewinnen könnte. Ich glaube, wir müssen uns einfach an ein segmentierteres, vielfältigeres Parteiensystem gewöhnen. Das muss auch für die Demokratie gar nicht schlecht sein. Wir müssen nur noch besser lernen, damit umzugehen bei Koalitionsbildung, bei Regierungsbildung. Aber es gibt ja gerade Ausbruchversuche der SPD nach links. Ist das eine Reaktion darauf? Das glaube ich ja, also weil die Partei sich innerlich eben so unglücklich fühlt. Also und eigentlich auch diesen Mittekurs von Schröder, der aber eben erfolgreich war, ja nie beschlossen hatte. Also im Grunde immer etwas darunter gelitten hat und das jetzt gerne korrigieren möchte. Nun gibt es vernünftige Leute, die sagen, die SPD hat immer nur gewonnen, wenn sie die freundliche, solidarische Mitte gewinnen konnte, um dann auch für die Entrechteten der Welt sozusagen angemessen was tun zu können. Aber ich glaube eben, also da würde ich Ihnen doch widersprechen. Also sozusagen der SPD fehlt im Moment also Sprache und Vorstellung zur großen Mitte der Gesellschaft. Und sie hat sich sehr auf Zielgruppen und zwar wirklich auf Opfergruppen beschränkt. Also sie hat nicht mehr die arbeitenden Menschen abhängig beschäftigt, die für ihr Geld wirklich arbeiten müssen. Das wäre eine Riesengeschichte. Sondern sie hat immer sehr klischeehaft den Dachdecker, der es mit 65 nicht mehr aufs Dach schafft und die Kassiererin bei Aldi und die Alleinerziehende und also Leute,
von denen man auch gar nicht weiß, ob die wirklich genau so sind, wie die SPD sie beschreibt. Und ich weiß auch nicht, ob die so beschrieben werden möchten unbedingt. Aber die SPD hat da sehr klare Vorstellungen. Und ich glaube, dass das fehlt ihr sozusagen an Anerkennung bei freundlichen, bürgerlichen Menschen, die eigentlich finden, dass das Sozialdemokratie insgesamt eine tolle Sache ist. Teile ich nicht. Ich denke, dass die beiden alten Volksparteien immer noch sehr stark ihrem alten Erfolgsmodell nachhängen, ihm ein Stück weit auch nachtrauern. Frau Kramp-Karrenbauer hat jetzt noch wieder gesagt, die CDU will eine Partei für alle Wähler in der Gesellschaft sein. Ich glaube, dass das von den Wählern nicht mehr gutiert wird. Wir sehen das auch in unseren Wahlanalysen. Wähler sagen zwar pauschal, dass sie dieses Konzept des Brückenbauens in Volksparteien gut finden. Ihr Wahlverhalten ist aber anders. Sie wählen heute sehr viel segmentierter in ihren Milieus, nach ihren spezifischen Interessen. Und da diesen ganz breiten Brückenschlag über die Gesellschaft zu schaffen als einzelne Partei, ist sehr schwierig, muss auch in der Demokratie gar nicht sein. Parteiensysteme mit 6 oder 7 Parteien können auch hervorragend funktionieren, wie man damit umgeht. Ich glaube übrigens, dass die Aussage von Frau Kramp-Karrenbauer, dass die Partei alle Wähler erreichen wolle, ohnehin eine falsche Äußerung ist und auch falsch gewesen ist. Keine Partei kann wirklich alle Wähler und Wählerinnen adressieren wollen. Wollen Sie als CDU sowohl rechtsextreme Nationalisten als auch revolutionäre Sozialisten erreichen? Die Volksparteien haben immer natürlich ein gewisses Segment der politischen Öffentlichkeit angesprochen und nie die restlos gesamte Öffentlichkeit von ganz links bis ganz rechts. Ich glaube allerdings, wenn Sie vorhin so die Begriffe sagten, so Mitte und modern, das sind natürlich auch so Wimmelbegriffe des Politischen. Und man sagt, die Parteien müssen zur Mitte hin. Und die CDU spricht dann von Modernisierung. Die Modernisierung der CDU ist faktisch eine Anpassung an den rot-grünen Mainstream gewesen. Würde Ihnen auch widersprechen. Das ist aber lange Jahre ein sehr erfolgreiches Konzept gewesen für Frau Merkel. Die Frage ist erfolgreich, auch, erfolgreich im Sinne der Regierung. Gerade in der Familien- und Gesellschaftspolitik hindert das zurück kann, was Angela Merkel, was Ursula von der Leyen irgendwann mal... Es geht weder um hinter etwas zurück und es geht auch nicht darum, ob die Parteien jetzt strikt nach links oder nach rechts rücken. Die CDU hat ihre Stärke darin gehabt, dass sie eine integrierende Volkspartei der rechten Mitte gewesen ist. Und sie hat von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die ursprünglich mal ziemlich stark mit sozialistischen Ideen unterwegs war, bis hin zu den Nationalkonservativen, den Bürgern, die Susanne Gaschke vorhin angesprochen hat, einen breiten Ausschnitt, ich sag noch mal so die rechte Mitte der Bevölkerung adressiert. Und das war als Sammelbewegung ihr Erfolgsrezept. Das würde ich tatsächlich, da kann ich Susanne Gaschke überhaupt nicht widersprechen, sagen, das hat die CDU dadurch verändert, dass sie sich nach links hin angepasst hat und zur bürgerlich-konservativen Rechten hin diese Repräsentationslücke aufgetan hat, die ja, wenn sie jetzt mal ganz pauschal die Stimmenanteile der AfD nehmen, schon signifikant, ich weiß, dass nicht jeder AfD-Wähler ehemaliger CDU-Wähler ist, aber da hat die CDU schon signifikant verloren und es war erfolgreich, insofern sie der SPD die Luft zum Atmen genommen hat und der SPD die Stimmen genommen hat, die die SPD nicht mehr hatte, um mit der CDU zu koalieren. Machtpolitisch war das geschickt. Ja. Repräsentationstechnisch, demokratisch problematisch. Lassen Sie uns auf die anderen Parteien auch noch gucken. Groß steht zwar für groß, aber so groß ist die GroKo ja auch nicht mehr. Jetzt ist es so, dass die in der Mitte wird verloren, aber auch nicht alle Parteien an den Rändern sind ja erfolgreich. Es gibt ja nicht nur die AfD, die FDP und die Linke zum Beispiel haben ja bei den letzten Wahlen auch, also bei den Landtagswahlen stark verloren. Haben die da ein gleiches Kommunikationsproblem mit ihren Wählern? Die Wähler, die sie anpeilen, die lassen sich ja etwas leichter orten als die Wähler der Volkspartei. Also ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen über Inhalte gesprochen. Ich glaube, der Modus, in dem Politik gemacht wird, muss sich auch ändern. Also das hat viele Faktoren. Also bei der AfD sehen wir, das hat viele Aspekte, warum die da vorne sind, aber sie haben es geschafft, sehr präsent zu sein vor Ort in Gebieten, wo sonst kaum jemand ist. Und die haben es geschafft, durch ihre Präsenz vor Ort sich als die Partei zu präsentieren, die ansprechbar ist, die sich kümmert um den Alltag der Leute, erst da. So. Ich glaube, das müssen die anderen Parteien definitiv auch machen. Die Linken hatten das, aber haben diese Rolle an die AfD verloren. Also die Parteien müssen in ihrem Parteimodus wirklich physisch mehr vor Ort sein. Das Zweite ist, ich glaube, durch die Digitalisierung haben sie viele, viele, viele Möglichkeiten, bestimmte Zielgruppen zu adressieren. Und eine Modusveränderung, glaube ich, auf die ich immer noch warte, ist, dass die Parteien den Wähler, Wählerinnen die Möglichkeit geben, projektorientiert
inhaltlich mitzuarbeiten, ohne Mitglied zu werden zu müssen, ohne zu irgendwelchen Sitzungen gehen zu müssen, sondern projektorientiert. Wir haben hier Projekt XY, Arbeitsgruppe, kannst du dich irgendwie dran beteiligen? Und ich glaube, dass der Modus, in dem Politik verhandelt und verkauft wird, sich radikal ändern muss. Aber das, was Sie sagen, muss davor nicht noch was anderes sein. Wir kennen das ja. Es gibt, das hat sich so irgendwie so eingerissen, einen pampigen, respektlosen Umgang untereinander auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine große Konfliktscheu. Man ist unfähig oder unwillig zur sachlichen, zur kontroversen, aber auch zur respektvollen, auch zur harten Diskussion. Streit im positiven Sinne findet kaum noch in der Öffentlichkeit statt. Warum funktioniert das nicht? Ja, ich weiß nicht, man hat sich, ein Widerspruch, ja. Also ein bisschen, wie gesagt, ist für mich so ein Initialerlebnis da, diese Basta-Rhetorik von Schröder. Und er hat ja im Grunde wichtige Arbeitsmarktreformen tatsächlich in die Wege geleitet, aber sie wirklich nicht erklärt. Er hat sie nicht mal seiner eigenen Partei vernünftig erklären können. Der Sound war damals so aufgeputscht neoliberal und man hatte so fast den Eindruck, also jetzt müssen die Härten und Zumutungen endlich mal auf die faulen, unverschämten Arbeitnehmer auch verteilt werden. Ich glaube, man hätte das ganz anders intonieren können damals, wenn man gesagt hätte, das ist ein wunderbares Land, sozusagen, in dem viele Leute sehr gerne leben möchten. Wir haben einen der tollsten Sozialstaaten der Welt und die wollen wir gerne erhalten und dafür müssen vielleicht alle jetzt sich ein bisschen anstrengen. Also schon, das haben wir ja gerade bei der Untersuchung auch gesehen, dass wir die Politiker gar nicht in der Lage sind, eigentlich ihre Erfolge auch mal zu feiern, dazu zu bekennen. Die sagen ja eher, was alles nicht. Sie sagen, sie beklagen ja, was alles nicht gegangen ist, anstatt auch zu sagen, was gelegentlich geht. Und wir sind eben bei diesen Spiegelstrichen, also statt zu argumentieren. Und ich glaube, es gibt häufig so eine Art, so eine Kurzwahltaste. Ja, da kommt dann der Slogan, und das bedeutet gar nichts. Genau. Das ist tote Sprache. Und ich glaube, es gibt ja Gegenbeispiele. Also Kretschmer ist ja in Sachsen durch die Walachei getingelt und hat sich in die Wirtshäuser gesetzt. Und alle haben gedacht, na gut, dann wird da rumgebrüllt und dann ist 50% AfD und er wird mit Eiern beworfen. Das Gegenteil war der Fall. Die Leute sind gekommen, haben diskutiert, nicht nur über Migration, sondern über ihre ganzen ÖPNV, alle möglichen Themen, die halt da irgendwie relevant sind. Und ich glaube, was halt blöd ankommt, ist, wenn die Leute merken, oh, da sind Wahlen, jetzt kreuzt er hier auf, jetzt sitzen wir da. Wenn die das infrastrukturell so hinkriegen würden, dass das zu einem festen Bestandteil von Politikkommunikation oder Klärung wird, dann wären wir, glaube ich, schon ein großes Stück weiter. Idee war auch von irgendeinem SPD-Mann hier aus Mitte, diese Kandidatenkür bei der SPD. Warum setzen sich jetzt alle in irgendwelche Hallen und erzählen zu 20 Leuten, was sie vorhaben? Eine Möglichkeit wäre auch, Podcasts aufzunehmen, wo jeder mal erzählt oder sie sich unterhalten. Was machst denn du? Was hast du denn damit vor? Auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, es gibt Beispiele, wie das funktioniert. Die Leute, das sehen wir bei uns, interessieren sich dafür. Und die müssen einfach mehr Sachen ausprobieren, die Leute ernster nehmen, sich der Diskussion stellen, vor Ort hingehen. Und ich glaube, das ist nicht die Lösung. Aber darf ich einen Aspekt noch aufgreifen? Es gibt ja im Moment Publikumsveranstaltungen, zum Beispiel der SPD, die veranstaltet Regionalkonferenzen, aber in eigener Sache. Genau. Es wird ja oft bemängelt, warum machen Sie diese Konferenzen nicht auch zum Beispiel in der Lausitz, im Braunkohlerevier, dass das hier am grünen Tisch in Berlin entschieden worden ist und mit den Leuten nicht vor Ort. Also Regionalkonferenzen in eigener Sache, aber Regionalkonferenzen mit den Bürgern, Fehlanzeige. Genau, und vor allen Dingen Regionalkonferenzen nicht nur mit ihren eigenen Mitgliedern, sondern eben geöffnet für Wählerinnen und Wähler und auch für Nichtwähler, um diese Menschen zurückzugewinnen für die Politik. Da ist dieses Gespräch ganz wichtig. Ich glaube auch, dass der Herr Kretschmer da in Sachsen wirklich auch notgedrungen neue Wege gegangen ist, die sehr erfolgversprechend sind. Man darf nicht vergessen, die CDU Sachsen hat seit 25 Jahren das erste Mal wieder mehr Wähler gehabt als bei der jeweils vorherigen Landtagswahl, trotz ihres historisch schlechten Wahlergebnisses. Aber das ist ein mühsamer Weg, der aber ganz wichtig ist. Aber Parteien müssen sich dafür auch institutionell ändern. Dieses alte Modell der sehr stark institutionalisierten und strukturierten Mitgliederpartei hat, glaube ich, keine Zukunft. Das Partizipationsverhalten hat sich da dramatisch verändert, gerade bei den jungen Leuten, aber auch in den mittleren Generationen. Darf ich da noch eine Anschlussfrage stellen? Wir haben ja, wenn ich jetzt mal die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten sehe, da stehen so Überschriften, Liberalisierung, Individualisierung, Digitalisierung. Lässt sich die Gesellschaft einfach
weniger als früher bevormunden. Politiker, die einen Führungsanspruch anmelden und sagen, ihr habt mich gewählt, ihr wollt von mir geführt werden, die werden leicht dem Verdacht der, ausgesetzt, sie seien autoritär. Hat sich da auch in dem ganzen Bewusstsein, wie man miteinander umgeht, einfach zu viel geändert haben, dass die Politiker nicht nachvollziehen können, dass die Bürger sich nicht mehr alles bieten lassen, diese Bevormundung, die sie dann vielleicht empfinden? Ja, ganz sicher. Also ich glaube, dass das Partizipationsverhalten, das politische Partizipationsverhalten der Menschen viel moderner ist, als das, was viele Politiker sozusagen noch als Bild da vor Augen haben. Ne? Die Menschen wollen beteiligt werden, sie wollen mitdiskutieren, sie wollen aber nicht mehr im Ortsverein Mitglied werden müssen, um in einer Partei Einfluss ausüben zu können. Und da haben die, ich meine, welche Antwort haben die Parteien beispielsweise auf die Fridays for Futures Bewegung? Ne? Welche Angebote können die institutionalisierten Mitgliederparteien da diesen jungen, politisch engagierten Menschen wirklich machen? Da müssen sie dazulernen und da müssen sie diese Strukturen der institutionalisierten Mitgliederpartei wirklich aufbrechen. Dazu bedarf es tiefgehender, auch demokratischer, institutioneller Reform. Wir müssen das System der repräsentativen Demokratie dringend weiterentwickeln. Das haben wir seit 60 Jahren nicht getan und da ist ein Reformstau entstanden. Also, Sie wollten treffen. Ich würde aber sagen, also wir müssen auch auf ein paar sehr erfolgreiche Sachen gucken, die wir nicht mehr tun und früher getan haben. Also es gab ja wirklich politische Schülervertretungen, wo doll gestritten wurde. Also ich glaube, mein Interesse für Politik wurde bei mir als Quintanerin geweckt, als ich in der Klassensprecherversammlung saß und ein Mensch von der Jungen Union, den es da gab, und ein Kommunist, irgendwelche anderen hatten wir da nicht, so Profilierte, die sich fürchterlich stritten über irgendwas, was man als Elfjährige natürlich gar nicht versteht, aber das waren die großen Jungs und die fanden das spannend und das fand man auch spannend und man wollte auch gestalten, man wollte mitmachen. Wir haben die Schulen völlig entpolitisiert, weil viele Direktoren Angst haben offensichtlich vor, also dass sie argumentativ vielleicht zum Beispiel mit Rechten dann nicht fertig werden, aber das wäre ja ihre Aufgabe, das wäre genau ihr Job. Also da wieder viel mehr zuzulassen. Wir haben die Parteien schon auch selber also ganz schön mit stigmatisiert. Und ich würde auch immer noch sagen, ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die ähnliche Ansichten haben, kann ja auch eine sehr schöne Sache sein. Es kann ja Arbeit in einer Partei riesigen Spaß machen. Es macht übrigens den Fridays for Future Kids auch einfach riesen Spaß, weil sie was organisieren, weil sie zusammenkommen, weil sie Plakate machen, demonstrieren. Das ist toll, aber das alles kann man natürlich in Jugendorganisationen von Parteien auch machen. Wo sie recht haben, ist dieses, es funktioniert gar nicht mehr, weil die Leute viel mehr umziehen. Also der Ortsverein war früher tatsächlich so eine Veranstaltung von der Wiege bis zur Bahre, übrigens aber auch ein sehr schönes Beziehungsanbahnungsinstitut und so, nicht? Also viele also diese Milieus haben sich ja, im Osten sind sie erst gar nicht entstanden und im Westen haben sie sich also weitgehend aufgelöst. Da muss man was ändern. Darf ich nur gerade einmal Sie noch mal fragen, weil Sie gerade sagten, die Formen der repräsentativen Demokratie müssten sich ändern. Darf ich Sie noch mal fragen, wenn Sie das würde mich interessieren, noch mal erklären können, meinen Sie damit auch die parlamentarische Vertretung oder wie meinen Sie, müssten die repräsentativen Formen damit weiterentwickelt Parteien, werden? Parteien, aber auch Parlamente müssen lernen, beispielsweise in ihrer Gesetzgebung partizipativer zu arbeiten, nicht nur die klassische Verbandsanhörung zu machen, sondern müssen auch lernen und tun das teilweise auch. Stichwort Baden-Württemberg, Landtag Baden-Württemberg hat eine Bürgergesetzgebung eingeführt, sodass auch Bürgerinnen und Bürger sich direkt in Gesetzgebungsprozessen diskursiv mit einbringen müssen. Ich finde, da müssen wir einfach etwas innovativer sein. Es geht nicht darum, das Modell der repräsentativen Demokratie zu ersetzen. Ja, es geht nicht um eine Alternative. Es geht darum, es wieder besser zu machen und auch wieder repräsentativer zu machen. Weil das muss man eben schon sagen, Sie haben ja auch von Repräsentationslücken gesprochen. Ich will noch mal ein anderes Thema nennen. Das ist das Thema der Wahlbeteiligung. Wir haben über 2-3 Jahrzehnte eine sinkende Wahlbeteiligung relativ passiv hingenommen. Auch die Parteien haben das passiv hingenommen, obwohl wir wussten, dass sich dahinter eine sozial tief gespaltene Wahlbeteiligung verbirgt. Wir haben ganze Teile der Gesellschaft, vor allen Dingen das sozial prekärere Milieu, die einkommensschwächeren Schichten, haben wir verloren. Die gehen nicht mehr zur Wahl, nicht das Nichtwählerproblem. Und die Parteien haben auch uns lange Jahre immer wieder gesagt, ach, was wollt ihr denn mit der Wahlbeteiligung? Das ist doch eher ein Zeichen dafür, dass alles gut funktioniert bei uns in der Demokratie. Das sind doch die eher bräsig Zufriedenen, hat Herr Lammert immer gesagt, die da nicht zur Wahl gehen. Das stimmt aber nicht. Da ist ein Problem systematisch ignoriert worden und das war eine klare Repräsentation. Aber das ist ja diese Beteiligung an wahrgenommen zu werden als Bürger von der Politik, beteiligt zu werden, ernst genommen zu werden. Da kommt dann immer als Gegenargument, dass man sagt, ja, wir seien ja eigentlich eine vergnügungssüchtige Wohlstandsgesellschaft. Da ist politisches
und gesellschaftliches Engagement einfach begrenzt, da ist begrenztes Interesse da. Ist das ein richtiger Vorwurf? Also sagen wir mal, also finde ich, was man bei dieser Diskussion auch nicht rauslassen darf, ist, dass man den Leuten schon erklären muss, ihr wollt eine Demokratie, da könnt ihr euch nicht zurücklehnen und darauf warten, dass schon alles gut wird. Also man muss den Leuten, das sind ja alles verschiedene Aspekte, aber eine Ebene ist, man muss den Leuten auch erklären, wenn ihr eine Demokratie wollt, dann müsst ihr euren Teil dazu beitragen. Und das fängt damit an, mit dem, was ihr online so äußert. Das geht weiter über, geht ihr wählen? Das geht weiter über, ich greife ein in nachbarschaftlichen Diskussionen, wenn das in die falsche Richtung geht. Aber sich einfach rauszuhalten und so zu tun, als ginge einem das alles nichts an, finde ich, ist der falsche Weg. Und auch den Leuten, die jetzt AfD wählen, denen kann man sagen, ich kann euren Frust verstehen, ich kann eure Traumatisierung verstehen, ich kann verstehen, dass es in abgehängten Gebieten schlechten ÖPNV gibt. Aber deswegen, das ist keine Rechtfertigung, Rechtsradikale zu wählen. Überlassen die Etablierten leichtfertig der AfD die Kommunikation mit dem Bürger? Zum Teil ist das definitiv so. Und ich will da schon auch noch mal ansetzen mit dem, was Sie gerade sagten. Ich meine, die Wählerdemobilisierung hat man ja nicht nur hingenommen. Das ist ja sogar Strategie gewesen, genau das zu fahren. Und die Konsequenz, die man jetzt sieht, ist, dass die steigende Wählerbeteiligung, die man sich offiziell immer wünscht, dazu führt, dass die Ergebnisse für die AfD besonders gut werden. Ich würde sagen, was wir doch als Konsens hier am Tische erfahren, ist, und das ist ja auch gestützt durch dieses Aufkommen der Fridays for Future-Bewegung und dadurch, dass wir sehen, wie Sie sagten, das Interesse für Politik da ist. Es gibt einen enormen Bedarf daran, Politik zu diskutieren und eine enorme Notwendigkeit, Politik zu begründen. Und da neigt natürlich auch eine große Koalition dazu, einfach mal so bräsig zu exekutieren. Man hat ja die Macht und man hat auch die Mehrheit, selbst wenn die dann immer knapper wird. Also von daher würde ich sagen, das Entscheidende ist tatsächlich in dem Sinne, wie auch Sie sagten, Politik zu diskutieren, Politik auch zu begründen. Das ist aber ein Auftrag nicht nur an die Politik, sondern auch an die mediale Öffentlichkeit und an die gesamte Bevölkerung, aus diesen alten Ritualen auszubrechen. Das heißt, Meinungsbildung muss auch kontrovers und strittig stattfinden. Das heißt, man darf auch in der öffentlichen Debatte Positionen zum Beispiel zur Migrationspolitik nicht sofort als rassistisch und sonst irgendwas ausgrenzen. Das ist das eine. Und unterschiedliche Positionen innerhalb einer Partei dann eben nicht gleich als mangelnde Geschlossenheit kritisieren. Also ich würde hier sagen, wir stehen vor der Notwendigkeit des tatsächlich ganz grundlegenden aufklärerischen Anspruchs an die Demokratie, um die richtigen Argumente zu streiten. Haben die Politikerinnen und Politiker die Kraft, das zu tun, diese Anforderung, die Professor Rötter da gerade formuliert hat? Also ich glaube, die Fähigkeit wird immer schwächer. Und ich glaube, das liegt eben ein bisschen an dieser sehr engen Selbstrekrutierung. Und dann geht man immer die Abkürzung. Also dann sozusagen überhebt man sich auch ein bisschen und man erklärt eben nicht das, was man tut. Und man ist es auch leid und es ist natürlich auch keine Freude, am 25. Wahlkampfstand also mal wieder zu erklären, warum jetzt irgendeine Maßnahme sozial gerecht und nicht ganz, ganz böse und verbrecherisch ist. Also es ist ein Kampf, es ist eine harte Aufgabe und man muss sich da, glaube ich, selber sehr stählen und sehr schulen. Aber es gibt ja auch Leute, die das sehr gut können. Und insofern, glaube ich, müssen die Parteien versuchen, sich selber zu zwingen, also doch wieder etwas originellere, ausgeformtere Charaktere mit ins Auge zu fassen und auch zur Wahl kommen zu lassen. Und genau was Herr Rötter sagte, diese fürchterliche Quotierung und Proportionierung, die bringt wirklich überhaupt nichts. Also dann ist ganz sicher, dass es also eine ältere Frau aus NRW muss auf irgendeinen Ausschussvorsitz im Bundestag, obwohl sie mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Also es wird so sachlich unrichtig dadurch. Das merkt das Publikum ja. Das ist ja gar nicht doof. Und die Bürger müssen die Fähigkeit entwickeln, Politikern vielleicht doch zu vertrauen oder vertrauen zu können. Also da auch ein Stück weit auf die Politik zuzugehen, sagen, das sind nicht nur krumme Hunde, die da unterwegs sind. Also ich glaube, was viele vor allen Dingen lernen müssen, ist auszuhalten, dass es Widersprüche gibt. Sie müssen aushalten, dass es unauflösliche Widersprüche gibt. Sie müssen aushalten, dass eine Demokratie Reibungsverluste produziert, dass das kein
smoother, wohlgeölter Laden ist. Und alle, die Ihnen das versprechen, dass Sie jetzt endlich mal, wenn Sie drankommen, dann läuft das aber, dass Sie da eine gesunde Skepsis entwickeln sollen. Und trotzdem muss natürlich die Politik liefern. Irgendeinen Output muss diese Demokratie schon haben. Und ich bin jetzt mal gespannt, was mit dem Klimapaket passiert. Wenn das eine enttäuschende Pillepalle-Nummer wird, glaube ich, dann wird das Problem nicht kleiner. Der nächste Lackmustest, den wir natürlich hier bei Phoenix auch genau beobachten werden. Und dann würde uns mit diesem Thema sicherlich auch noch beschäftigen. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Das ist viel Arbeit für die Parteien, die da auf Sie zukommt. Hoffentlich nicht zu sehr mit der Selbstbeschäftigung. Liebe Zuschauer, jetzt folgt Phoenix der Tag mit Constanze Ablatzky. Unter anderem mit den Themen Haushaltsdebatte im Bundestag, vor allen Dingen die Generaldebatte mit der Bundeskanzlerin. Und es geht um das Treffen des Menschenrechtsaktivisten Joshua Wong aus Hongkong mit dem Bundesaußenminister Heiko Maas. Morgen in der Phoenix-Runde Reizthema Steuern. Wer gewinnt, wer verliert? Geht alle an. Bleiben Sie also bei Phoenix.